Adolf Friedrich Herzog von Cambridge, 1786 bis 1791, Prinzenstraße 2. Adolphus Frederick, erster Duke of Cambridge. Prinz Adolf Friedrich von Großbritannien, Irland und Hannover, erster Duke of Cambridge, geboren am 24. Februar 1774 in London, gestorben am 8. Juli 1850 eben dort, war ein Sohn des König Georg III. Und britischer Feldmarschall. Leben: Adolf wurde in Cave, London, als siebter Sohn des Königs Georg III. Und dessen Frau Sophie Charlotte von Mecklenburg-Strelitz geboren. Er wurde mit dem Bruder der Königin auf den Namen Adolf Friedrich getauft. Er trat mit 16 Jahren in die Armee ein. Er studierte an der Universität Göttingen. Im Ersten Koalitionskrieg wurde er 1793 bei Honschoten im französischen Teil Flanderns gefangen genommen, jedoch bald ausgewechselt. 1798 beförderte man ihn zum Generalleutnant. 1800 wohnte er im Rahmen der Moorkolonisation der Gründung eines Dorfes bei, das er dann nach sich selbst benannte. Adolfsdorf, seit 1974 ein Ortsteil Grasbergs. 1801 ging er nach Berlin, um die dort beschlossene Besetzung von Hannover zu verhindern, was ihm jedoch nicht gelang. Es gab danach einen weiteren erfolglosen Plan, ihn an die Spitze der bewaffneten Bevölkerung von Hannover zu stellen. Er konnte der Kapitulation nur entgehen, indem er die Befehlsgewalt dem General Walmoden überließ. Er wurde 1803 zum Oberbefehlshaber der neu gegründeten und in England stationierten King's German Legion ernannt, die ab 1816 teilweise in der hannoverschen Armee aufging. Nach der erneuten Inbesitznahme und Erhebung zum Königreich Hannover im Jahre 1814 wurde Adolf am 24. Oktober 1816 dorthin entsandt, um als Generalstatthalter zu fungieren. Im Jahre 1819 wurde unter ihm die alte ständische Verfassung neu geregelt und ein Zweikammerparlament eingeführt. Nach den Unruhen in Göttingen im Jahre 1831 wurde Adolf Friedrich auch als Vizekönig eingesetzt. In einer Staatsreform von 1833 wurden Parlament und Volk in begrenztem Maße weitgehende Rechte zugestanden. Nach dem Tod seines Bruders Wilhelm IV., The Sailor King, fiel Hannover 1837 an Ernst August, den älteren Bruder von Adolf Friedrich. Daraufhin kehrte Adolf nach Großbritannien zurück und betätigte sich hier als Präsident vieler Wohltätigkeitsvereine, die er zum Teil selbst gründete. So unter anderem das Deutsche Hospital in London. Als Vizekönig und Jovaler Statthalter der bis 1837 in London residierenden Könige von Hannover war Adolf Friedrich durchaus beliebt. Nicht zuletzt im Gegensatz zu dem auf ihn folgenden autokratisch regierenden König Ernst August. Die nach Adolfs Dukedom benannten Cambridge Dragoner, ein Reiterregiment, waren ihrerseits Namengeber der bis 1995 von der Bundeswehr genutzten Cambridge Dragoner Kaserne in Celle. Der Marsch des hannoverschen Cambridge Dragoner Regiments ist Bestandteil der Armeemarschsammlung der Bundeswehr. Die Erinnerung an den mehr als zwei Jahrzehnte in Hannover regierenden Duke of Cambridge hat sich auch noch lange Zeit in einem plattdeutschen Trinkspruch gehalten. Pitsche, 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 der Herzog von Cambridge. Hei kümmt, hei kümmt, hei kümmt, ob hei noch einen nimmt, hei nimmt noch einen. Na denn mal Prost! Ehrungen: Hosenbandorden 1786, Aufnahme in den Kronrat der britischen Königin 1802, Großkreuz des Bathordens 1815, Großkreuz des Gülpenordens 1815, Großkreuz des Orden vom Heiligen Michael und Georg 1825. Das 1827 gegründete Gut Adolfshof beim Hemlerwald ist nach Adolf benannt worden. Er gewährte dem Gründer des Gutes eine finanzielle Unterstützung durch ein Darlehen. 1839 benannte eine Expedition der Hudson Bay Company
eine Bucht im heutigen Territorium Nunavut im Norden von Kanada, nach dem Duke Cambridge Bay. Nachkommen. Er war verheiratet mit Prinzessin Auguste von Kassel. Aus der Ehe gingen folgende Kinder hervor: Georg William Frederick Charles, 1819 bis 1904, Augusta Caroline, 1822 bis 1916, verheiratet mit dem Erbgroßherzog Friedrich Wilhelm von Mecklenburg-Strelitz, 1819 bis 1904, Mary, 1833 bis 1897, verheiratet mit Herzog Franz von Teck, Mutter von Queen Mary,